Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video und heute möchten wir euch die Bücher aus der Büchergilde vorstellen, die wir für dieses Quartal lesen durften. Drei Stück an der Zahl und welche das sind, das haben wir euch ja schon mal gesagt, aber wie die uns gefallen haben, das erfahrt ihr jetzt. Für dieses Quartal uns drei Bücher ausgesucht und wir haben eins beide gelesen, genau, und dann jeder eins für sich. genau. Ja, so haben wir uns das aufgeteilt dieses Mal. So sieht's meistens aus. Machen wir das irgendwie so, genau, und meistens irgendwie so hin. Das kommt immer so hin, damit dann jeder im Endeffekt zwei Bücher liest. Richtig. Genau. Wir sind ja Büchergilde Botschafterin, falls ihr das noch nicht wisst oder neu auf unserem Kanal seid. Das heißt, wir dürfen halt Bücher vorab vom Programm lesen und die dann in unseren Videos vorstellen. Genau. Wir werden dafür nicht bezahlt, also es ist hier keine bezahlte Werbung oder sonstiges, sondern dürfen dann wie bei anderen Rezensionsexemplaren natürlich die Bücher irgendwie behalten. Genau. Aber da ist wirklich unsere ganz ungeblümte Meinung zu den Büchern bei. Also wir sagen euch wirklich ehrlich, was wir davon gehalten haben und da, sagen wir euch, wie es war. Genau. Die Bücher in der Büchergilde sind immer etwas Besonderes, weil sie besonders aufgelegt werden. Das sind meistens Belletristikbücher oder halt auch Sachbücher oder ähnliches, die nochmal in der Büchergilde in einem neuen Gewand erscheinen. Genau, die arbeiten viel mit Illustratoren zusammen, die auch noch teilweise noch sehr jung sind oder auch jetzt an der Uni noch sind. Und viel aus dem Inhalt des Buches spiegelt sich oft außen nochmal wieder. Auch die Papierbeschaffenheit wird damit berücksichtigt. Also da ist ganz viel Liebe im Detail. Und wir sind auch nicht alleine unterwegs. Wir haben liebe Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Botschafterdienst machen. Die verlinken wir euch alle unten in der Infobox. Und da könnt ihr auch immer super gerne vorbeischauen. Genau, weil die auch immer andere Bücher lesen als wir. Und das gibt dann immer so eine Vielfalt des Programms wieder. Genau, und wenn ihr Interesse habt an der Büchergilde, das verlinken wir euch unten auch, da könnt ihr euch mal die Homepage anschauen. Es ist halt eine Genossenschaft, die sich da zur Aufgabe gemacht hat, die Buchkultur aufrechtzuerhalten, schön zu machen. Und man kauft dann einmal im Quartal halt ein Buch ein. Das ist der Beitrag sozusagen. Das ist der Beitrag zu dieser Genossenschaft. Ja. So, das war es jetzt, die Vorrede. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Büchern. Genau, soll ich mal einfach anfangen? Du fängst an. Ich fange mal an. Ja. Und zwar, das Buch, was ich lesen durfte, ist von Nele Polacek, Kleine Probleme. Ein wunderschönes Buch mit riesen Regentropf. Das hat mir echt gut gefallen. Ich sage euch mal ein bisschen was zur Autorin. Nele Polacek ist 88 in Ost-Berlin geboren und sie hat von 2008 bis 2012 hat sie englische Literatur studiert und ist dafür nach Heidelberg, nach Cambridge und sogar nach Oxford gegangen. Ihr Debütroman war Das Unglück anderer Leute, den hat sie 2017 rausgebracht. Dann gab es noch einen Briefroman und jetzt hat sie diesen Roman hier geschrieben, Kleine Probleme, der dieses Jahr rausgekommen ist und jetzt die Büchergilde ihn in neuem Gewand herausgebracht hat. Genau, um was geht es? Es geht um den Protagonisten Lars, er ist 49 Jahre alt, er ist ein Familienvater, er ist angehender Schriftsteller, Vieldenker oder auch Zerdenker. Er will die Zeit zwischen den Jahren nutzen, um aufzuräumen, um alles zu erledigen, was es noch zu erledigen gibt, was auch viel liegen geblieben ist, denn er ist ein Mensch, der sich nicht so gut organisieren kann. Und seine Frau ist mit den Kindern jetzt auch weg. Sie ist weggefahren und er hat gesagt, okay, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt und ich möchte auch beweisen, dass ich das kann. Allerdings ist der letzte Tag, der 31. Dezember, plötzlich schon da und er hat noch gar nicht angefangen. Und er hat sich eine Liste erstellt mit 13 Punkten auf dieser To-Do-Liste. Und es scheint, als müsse er nicht nur sich neu erfinden, sondern auch irgendwie die Zeit oder das Leben, dass es überhaupt möglich ist, diese To-Do-Liste überhaupt zu schaffen. Und das Buch spielt auch nur an diesem einen Tag. Und wir begleiten Lars sehr, sehr intensiv dabei. Es ist eine richtig interessante Geschichte, die sich wirklich ganz bei Lars abspielt. Also wir sind in seinem Kopf,
wir sind neben ihm, ich bin über ihm, ich war überall und ich war wirklich sehr, sehr nah an ihm dran und habe dadurch auch wirklich alle möglichen Emotionen in diesem Buch miterlebt und auch bei mir selber miterlebt. Ich habe bei dem Buch auch gelacht, denn es gibt eine Szene, wo er ein Ikea-Bett für seine Tochter aufbaut und alle, die schon mal Ikea-Sachen aufgebaut haben, können das wahrscheinlich sehr gut fühlen. Und das war wirklich so amüsant geschrieben und das fand ich richtig gut. Ich habe aber auch zwischenzeitlich Wut empfunden darüber, dass er einfach den Hintern nicht hochkriegt und dass er es einfach nicht schafft, diese Sache jetzt zu Ende zu machen. Deshalb, warum kriegst du das jetzt nicht hin? Und auf der anderen Seite war ich dann auch echt verzweifelt, wollte ihn auch schütteln, aber man kommt doch an den Punkt, dass man sich neben ihn setzen will, ihn einfach mal in den Arm nehmen will und sagen, pass mal auf, du bleibst jetzt hier sitzen, ich mach das mal schnell. Das, dieses Gefühl hatte ich total oft, dass ich gesagt habe, komm, komm, wir schaffen das, du kriegst dich, dass ich mich wie so ein Motivator gefühlt habe. Und natürlich hat Lars sich in diese Situation selber hineingebracht. Er ist jetzt nicht ein pures Opfer, sondern er hat sich natürlich selber da hineingebracht. Man kommt ja da irgendwann an diesen Punkt einfach hin. Aber wenn man immer aufschiebt, genau. Aber ich finde, dass das jeder von uns in Ansätzen auch kennt, dass man sagt, so, boah, nee, das mache ich heute nicht. Nee, komm, das mache ich morgen. Kenne ich sehr gut. Das kenne ich auch. Auch wenn ich eine To-Do-Listen-Dame bin, kenne ich das auch, dass ich Dinge manchmal auch gerne aufschiebe. Im Gegensatz zu Lars kriege ich aber die Kurve, dass ich dann doch irgendwann anfange. Aber ich kenne dieses, ich kann mir sehr, sehr gut dieses Gefühl vorstellen, dass dieser Berg, der sich auftürmt, dich zu erdrücken droht und dass du das Gefühl hast, ich ersticke, ich komme nicht mehr weiter, ich bin völlig überfordert und dass das dann zu so einer Art Lethargie führt, weil man einfach so diese wie so unter Schock steht, ich kann das jetzt alles gar nicht mehr schaffen. Der Berg ist da und man ist total ohnmächtig. Und das finde ich, das hat Nele Polacek hier unfassbar gut geschafft. Ich habe das so gespürt und so gefühlt. Das ist halt dieses Stehenbleiben auf der Stelle, dieses Nicht-Weiterkommen und dass daraus dann auch schon so eine Art Depression sich entwickeln kann, dass sich eine Angststörung auch entwickeln kann. Ich finde, dass in diesem Buch sehr, sehr viel drinsteckt. Viele haben das so beschrieben als ein Humorbuch, ein humoristisches Buch. Finde ich nicht. Ich finde auch, dass ich da gelacht habe, weil natürlich diese Ikea-Bett-Szene, das ist göttlich, den muss ich schon sagen, aber es ist immer so ein Humor, der auch eine gewisse Tragik dabei hat, weil man wirklich auch merkt, dass er es einfach alleine so gar nicht schafft. Er kriegt es einfach nicht hin und das ist so tragisch, weil natürlich dadurch ganz viel kaputt geht. Seine Beziehung leidet darunter, seine Beziehung zu den Kindern leidet darunter. Er muss dann auch so einen Nudelsalat machen und hat überhaupt nicht die Zutaten zu Hause und es ist natürlich ja schon alles zu, weil es ist schon 22 Uhr und sie treffen sich zum Silvesterabend und man denkt die ganze Zeit so, oh Gott, dieser arme Mensch, was der jetzt durchlebt, der rackert und rackert und rackert, aber er kommt nicht weiter. Und das ist halt so eine tragisch-komische Geschichte, die leicht geschrieben ist, aber ganz viel mitbringt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich kann euch die echt empfehlen. Es hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen und mag auch die Sprache, mit der Nele Polacek uns das hier erzählt hat. Also, ein Tipp von mir auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, das nächste Buch, was wir beide gelesen haben, ist eine besondere Ausgabe von Die Verwandlung von Franz Kafka. Genau. Das ist jetzt bei der Büchergilde in diesem Quartal erschienen. Kafkas Tod jährt sich ja dieses Jahr zum 100. Male und deswegen kommen natürlich ganz viele Neuauflagen seiner Werke jetzt heraus. Genau. Und ich kann euch ja mal ein bisschen was zum Autor Franz Kafka erzählen, wenn euch das interessiert. Und zwar lebte er von 1883 bis 1924. Er wurde in Prag geboren und hat auch in dem deutschsprachigen Teil von Prag gelebt. Deshalb ist seine Muttersprache auch Deutsch. Er sagt aber, die Herzenssprache, hat er mal irgendwo erwähnt, ist Tschechisch. Genau, er ist gestorben in Österreich an den Folgen einer Lungentuberkulose in Kombination mit der spanischen Grippe. Also war schon echt übel. Das war im Endeffekt Herzversagen, was er hatte. Die meisten Werke von Franz Kafka sind nach seinem Tod erst herausgebracht worden, nämlich von seinem engen Freund Max Brod. Denn Franz Kafka wollte eigentlich gar nicht, dass die herausgebracht wurden. Er wollte eigentlich, dass sie verbrannt werden. Da hat sich aber der Max Brod nicht dran gehalten, weil er sehr viel von seinen Texten hielt und ein großer Fan war und hat ihn herausgebracht. Die Verwandlung ist aber die Erzählung, die halt zu Lebzeiten veröffentlicht worden ist.
1915 ist rausgekommen. Genau. Hat aber auch erst Berühmtheit nach dem Ersten Weltkrieg gehabt, ne? Genau. Nach dem Zweiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Also das ist das Besondere ist an diesem Werk, dass hier Zeichnungen, Kohlestiftzeichnungen von Rosi Lilienfeld mit drin sind. Zu der kommen wir gleich noch. Und sie war einer der wenigen, die schon bevor dieses Werk überhaupt eine breite Leserschaft erreicht hat, die schon dazu diese Kohlestiftwerke angefertigt hat. Und zu der Zeit, wo sie das gemacht hat, haben das eigentlich eher so Literaturexperten wie Tucholsky und so nur gelesen und nicht so eine breite Masse. Das kam wirklich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das ist auch mal echt besonders. Er hatte drei Schwestern und kommt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Der Vater war eher aus einem ärmlichen Verhältnis. Die Mutter hatte viel Geld und war auch sehr gebildet. Und Kafkas Leben ist immer so ein bisschen, wird immer so ein bisschen als schwierig beschrieben, weil er viel mit Ängsten gekämpft hat. Er war sehr unter Druck. Das Verhältnis zu seinem Vater wird auch immer wieder thematisiert in seinen Texten. Er hat ein enges Verhältnis auch zu einer seiner Schwestern gehabt und er war auch nie verheiratet. Er war einmal verlobt, hat aber nie die Frau fürs Leben im Endeffekt gefunden. Deshalb galt er auch lange als Junggeselle der Weltliteratur. Und wurde halt dann auch am Ende noch von seiner Schwester gepflegt. Die drei Schwestern sind auch deportiert worden damals. Und er hat dann wirklich viele verschiedene Texte geschrieben. Und den Klopper habt ihr ja letztes Mal bei mir auf der Rache gesehen. Ne? Ja, wo die gesammelten Werke drin sind. Die gesammelten Werke drin sind. Genau, ich habe tatsächlich in der Schule Der Prozess gelesen und ich hatte den jetzt auch mir nochmal in die Hand genommen. Und das ist ja schon viel längere Erzählung als jetzt Die Verwandlung. Das gehört schon zu seinen kürzeren Werken. Ne? Eine knackige Parabel. Und ich habe das zum ersten Mal gelesen. Du kanntest es schon. Ich kannte es aus Schulzeiten. Da haben wir das nämlich gelesen und habe es jetzt sozusagen nochmal gelesen. Hast du Der Prozess auch gelesen? Ja, habe ich auch gelesen. Der ist auf jeden Fall länger. Wir haben beides gelesen. Ja. Wir hatten einen Deutschlehrer, der sehr Kafka-orientiert war. Meiner eher Thomas Mann. So ist es. Jeder hat seine Vorlieben. Genau, das stimmt. Genau, dann können wir vielleicht noch was zum Inhalt, die Verwandlung sagen. Wer es noch nicht kennt, so wie ich, ich war halt sehr unvorgenommen, weil ich wusste nur ungefähr, was passiert. Mhm. Aber das weiß man, glaube ich, direkt am Anfang, weil der erste Satz es ja schon sagt. Genau. Und deswegen habe ich mich da so sehr reinfallen lassen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Finde ich aber gut. Ich bin sehr gespannt, was du auch lesen hast, wie es dir gefallen hat. Wir haben auch nicht darüber geredet. Nee. Genau, es geht ja um Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und feststellt, dass er sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt hat. Und am Anfang denkt er noch, geht gleich wieder vorbei. Es ist gleich vorbei, ich bin mir sicher. Aber er wird schrittweise der Konsequenz sich bewusst, dass es eben nicht gleich vorbei ist, sondern dass er sich in so einer Metamorphose befindet, die halt nicht rückgängig gemacht wird. Ja, genau. Und er lebt halt mit seiner Familie da zusammen, die natürlich dann feststellen muss, was aus Gregor geworden ist und die Konsequenzen auch dahingehend trägt. Die Geschichte läuft halt dann insofern weiter, dass es so eine Parabel wird, gegen die Ungerechtigkeit. Mhm. Es wird halt super viel angesprochen. Es geht halt auch darum, er lebt ja da mit seiner Schwester. Er ist sozusagen auch der Alleinernährer der Familie. Der Vater hat sich ja verschuldet. Ja. Und er ist so ein reisender Handelsvertreter. Er mag den Job eigentlich gar nicht. Ist gar nicht sein Ding. Aber er macht es halt, weil er weiß, er muss die Familie ernähren. Weil sonst geht seine Familie zugrunde. Die Schwester Grete heißt sie, glaube ich. Ja. Genau. Die Schwester Grete spielt leidenschaftlich Violine und er möchte ihr natürlich auch eine Ausbildung ermöglichen. Und das macht natürlich einen gewissen Druck und deswegen geht er halt arbeiten. Und jetzt fällt es natürlich weg. Er ist auf Arbeit nicht erschienen. Da kommt natürlich auch direkt der Prokurist vorbei und will wissen, was los ist. Und sieht halt dieses Schlamassel dann in dem Zimmer, als die Tür aufgemacht wird. Genau. Ja, und es schlägt Gregor natürlich viel Abneigung entgegen und viel Angst vor ihm und die Familie arrangiert sich so mit ihm und seinem Dasein irgendwie so ein Stück weit und das Leben nimmt so seinen Lauf. Genau. Will jetzt nicht alles verraten. Nee, alles ist irgendwie schwierig, aber es soll eigentlich so eine Parabel
gegen die Unmenschlichkeit genau. auch sein. Ne? Gegen die Unmenschlichkeit, gegen auch so dieses Wirtschaftliche, dass man immer on point da sein muss, dass man immer abliefern muss. Und wenn das nicht mehr ist, was bleibt dann noch? Was bleibt dann von dir? Wo bleibt die Menschlichkeit? Wo bleibst du selbst? Und das soll diese Geschichte unter anderem mit sagen. Ja, genau. Und zeigen. Und zeigen, richtig. Genau. Du hast noch so viel aufgeschrieben, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Wie ging es dir denn mit der Geschichte? Ach so, ja, was also das kann, ich habe nur mein Fazit. Ah, du hast dein Fazit dann nur auch. Ich dachte, du hättest noch mehr aufgeschrieben. Nein, nur Fazit. Ja, wie gesagt, also ich muss gestehen, dass wir der Prozess gelesen haben und dass ich sehr schlechte Erinnerungen eher an Kafka habe, weil ich den Prozess sehr schwierig zu verstehen fand. Und der ist auch schwer zu verstehen. Also da muss man sich, glaube ich, noch mal richtig anders drauf einlassen. Und deswegen war ich sehr überrascht, dass mir hier die Verwandlung richtig, richtig gut gefallen hat. Also ich muss auch sagen, dass ich wirklich so ein kleiner Lesesog entwickelt hatte. Es ist ja nicht lang, aber es hatte sich bei mir wirklich so ein Lesesog entwickelt, dass ich jetzt auch wissen wollte, wie geht es denn wohl aus? Also was passiert mit Gregor und was passiert mit der Familie und mit dem Zusammenleben? Also ich war wirklich überrascht, dass da wirklich eine große Spannung auch drin ist. Und natürlich auch die Message dahinter. Also was will Kafka uns mit dieser Geschichte eigentlich sagen, mit dieser Verwandlung, die Gregor da passiert. Mhm. Also ein total interessantes, tiefgründige Parabel. Also auf jeden Fall. Hat mir unheimlich gut gefallen. Fand ich richtig gut. Finde ich total gut. Ich fand es total faszinierend. Ich habe die ersten Seiten gelesen. Und habe mich direkt zurückversetzt gefühlt in der Zeit, wo ich damals in der Schule das gelesen habe und ich angefangen habe zu interpretieren. Ich kam in so einen Interpretationsmodus rein und habe wirklich versucht, jede kleinste Situation, was will er uns damit sagen, was steckt dahinter? Und ich habe da so viel gefunden und je näher ich über diese Geschichte nachdenke, so mehr finde ich. Ja, ist auf jeden Fall so. Es ist so toll, wie er das geschafft hat. Und es ist so eine Melancholie, eine bildgewaltige Melancholie, die da drüber schwebt. Und er sagt so viele wichtige Dinge damit aus. Und es sind so kleine Szenen. Also das absolut Tragischste an der Geschichte finde ich gar nicht so das Verhältnis zum Vater, was ja immer so sehr tragisch ist, sondern die Beziehung mit Grete. Ja, die ist auch sehr tragisch. Die finde ich total tragisch. Die hat mich total berührt, wie sich das wandelt und wie die miteinander umgehen. Am Anfang ist sie ja noch diejenige, die ihn versorgt, die versucht herauszufinden, was mag er wohl zu essen und so. Wo noch so eine Zuneigung und Liebe und ein Band zu spüren. Da ist. Und dann ist das Band, das merkt man, das wird immer dünner. Das wird immer dünner. Und was macht das mit Gregor? Ja. Was macht das mit Grete? Ja. Was macht das auch mit der Familie? Weil die plötzlich autonom weiterläuft. Und das finde ich total faszinierend. Also ich mag die Art, wie Kafka Geschichten erzählt, unheimlich gern. Aber ich finde auch, das, was du vorhin gesagt hast, man muss ein bisschen Kafka-Wissen haben, glaube ich, um in die Geschichten so richtig einzutauchen. Das ging beim Prozess nämlich so. Ich habe da mich total schwer mitgetan. Und unser Deutscher hat uns dann viel auch Biografisches von ihm erzählt, mit was er gekämpft hat. Haben wir, glaube ich, wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Aber er lag mir irgendwie in dem Moment. Nee, der ist auch ganz anders zugänglich als die Verwandlung. Ja, ja. Die Verwandlung, da bist du direkt ja, drin. Ja, genau. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau. Und also, der Prozess, das entwickelt sich ja. Wie lange der diese Treppen hochläuft. Ja, das ist unglaublich. Diese unendliche Szene. Ja. Genau. Die natürlich was bedeutet. Ja, natürlich. Aber ich fand das hier auch. Ich finde das richtig toll und ich liebe diese Illustration. Ich finde es richtig toll, wie das aussieht. Ja, es ist wirklich richtig toll. Also es ist, wie gesagt, jetzt ein Buch, in dem sich zwei Künstlerseelen im Endeffekt begegnen, weil das ist jetzt nach knapp 100 Jahren das erste Mal, dass wirklich Rosi Lilienfelds Illustrationen mit dem Text zusammen publiziert werden. Und sie hat halt wirklich 1931 diese Bilder gemalt. Anja sagte, sie hat gelesen, um Geld zu verdienen. Ja, genau. Ne? Also die haben das ja im Museum in Frankfurt gefunden. Sie war eine jüdische Künstlerin. Genau, eine jüdische Künstlerin. Die auch deportiert worden ist. Und die auch in Auschwitz umgekommen ist. Genau, die da umgekommen ist. Und die hat halt diese Bilder wurden jetzt entdeckt. Und sie hat damals viele Texte gelesen und hat dazu Illustrationen gemacht mit dem Wissen, dass man die vielleicht mal in einer Zeitung dann veröffentlicht oder ein neues Buch rausbringt, was im Endeffekt ja jetzt passiert ist. Und das finde ich total schön, dass man das jetzt, was sie sich so gewünscht hat, dass das jetzt auch so durchkommt. Und ich finde ihren Stil auch total spannend. Ja.
passt ja auch total gut zu der Geschichte von Kafka, dass er mit Kohlestiften arbeitet. Richtig, genau. Also sie hat mit Kohlestiftzeichnungen gearbeitet und hat ihre expressionistischen Bilder so gestaltet. Man sieht hier die Anfangsszene und ich finde die auch wirklich wunderschön. Das ist richtig, richtig toll geworden. Ja. Passen unheimlich gut. Ich werde euch jetzt nicht alle Bilder zeigen, weil wenn ihr neugierig seid, dann solltet ihr natürlich dieses Buch euch anschaffen. Aber es ist auf jeden Fall ein Schmuckstück im Regal. Und ich muss jetzt sagen, sie hat die Bilder auch von 1 bis 9 nummeriert. Es geht immer um verschiedene Szenen, die sie dann dargestellt hat. Und das hier ist auch ein Nachwort drin von Eva Sabrina. Und die Protagonisten und Mitglieder der Familie hat sie in so einem expressiven Stil gehalten. Die Mimik, die Gesichter hat sie so gehalten, dass man direkt diese Momente auch zuordnen konnte, was da so passiert ist. Also ich kann euch ja noch ein Bild vielleicht zeigen, wo die Familie vielleicht zu sehen ist. Moment. Jetzt finde ich natürlich keins. Also hier zum Beispiel ist dieses Geigespiel von Grete. Ja. Und da sieht man an den Gesichtern schon, wie die Meinung auch zu allen ist, von allen ist. Ne? Ja, stimmt. Genau. Ja, und wie schon gesagt, sie ist, Rosi Lilienfeld ist dann auch verfolgt worden, sie ist erst nach Holland auch geflüchtet, dort auch teilweise untergetaucht, aber dann doch irgendwann deportiert worden und als die Verfolgung begann der Juden, hat sie auch aufgehört anscheinend kreativ-künstlerisch tätig zu sein, also zumindest gibt es keine Werke während der Verfolgung und sie ist dann quasi auch in Auschwitz wahrscheinlich umgekommen, also da geht man, glaube ich, ziemlich fest von aus. Ja. Und sie ist auch irgendwie dadurch, dass sie ein Opfer des Nationalsozialismus war, sind ihre Bilder natürlich in Vergessenheit geraten und jetzt sind die aber alle wiederentdeckt worden und sie befinden sich in großer Zahl mittlerweile, glaube ich, in Frankfurt? Ich meine im Jüdischen Museum in Frankfurt. In Frankfurt, genau. Im Jüdischen Museum in Frankfurt. Genau. Da kann man sie jetzt alle bestaunen. Ja. Total super. Genau. Ja, aber wirklich ein tolles Buch mit wirklich wunderschönen Illustrationen. Wir müssen uns noch streiten, wer es die Maike hier darf das behalten, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass sie das so mag. Freue mich wirklich. Ja, mir hat es gut gefallen. Sehr schön. Genau. Dann habe ich noch von Elena Fischer Paradise Garden gelesen. Das ist ja ihr Debütroman. Sie hat ihn quasi erst letztes Jahr veröffentlicht. Sie lebt in Mainz und ja, wie gesagt, ist Paradise Garden ihr Debütroman, mit dem sie direkt auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Das ist mal genau. Was. Das ist schon ziemlich toll. Und sie lebt mit ihrer Familie in Mainz, also ja. Und worum geht es in Paradise Garden? Es geht hier vor allen Dingen um die 14-jährige Billy. Und Billy lebt in einem sozialen Brennpunkt, muss man sagen, in einer Hochhaussiedlung, wo ja wirklich nicht alles so in Ordnung ist. Und dort lebt sie zusammen mit ihrer Mutter Marika. Und die beiden haben nicht viel Geld zur Verfügung. Man merkt immer, wann Anfang des Monats ist und wann Ende des Monats ist. Am Ende des Monats gibt es halt irgendwie meistens Nudeln mit Ketchup, was ziemlich billig ist. Und die beiden machen sich es aber schön, also versuchen ihr Leben wirklich schön zu machen. Marika arbeitet auch ziemlich hart, hat 2 Jobs, versucht die beiden so über die Runden zu bringen. Und sie wünschen sich eigentlich beide nicht sehnlicher, als sie mal in den Urlaub fahren zusammen. Und davon träumen die beiden wirklich sehr. Ist natürlich mit so wenig Geld auszukommen und dann noch auf den Urlaub zu sparen wirklich irgendwie schwierig, aber sie versuchen wirklich alles ihren Traum zu verwirklichen. Man muss dazu sagen, dass Marika eine gebürtige Ungarin ist und ja quasi in Deutschland eingewandert ist. Ja. Eines Tages ist es dann so, dass auf einmal Marikas Mutter aus Ungarn anreist, weil sie medizinische Probleme hat und in Deutschland sich untersuchen lassen möchte. Und das verändert die komplette
die komplette Atmosphäre in der kleinen Familie, die die beiden ja darstellen, Billy und ihre Mutter. Und weil die Großmutter wirklich eine ganz andere Energie reinbringt und auch ganz anders ist als Marika. Und Billy merkt immer mehr, sie ist ja jetzt auch nicht mehr so klein, sondern kriegt natürlich auch viele Zwischentöne mit und sie merkt, dass da einfach vieles irgendwie im Argen liegt und dass da auch vieles unausgesprochen ist. Sie hat auch nie eine Antwort bekommen, wer ihr Vater wirklich ist und war immer schon so ein bisschen auf der Suche nach ihrer Geschichte. Und Marika wollte da aber nie wirklich drüber sprechen, ja, und dann passiert etwas Tragisches, viele erzählen das auch, ich weiß, es ist auch fast der erste Satz, aber ich weiß nicht, ob man es unbedingt sagen muss, es passiert halt was Tragisches, was Billys Leben wirklich, kopfüber verändert. Und dann nimmt die Geschichte eine Wendung, dass sie nochmal in eine komplett andere Richtung geht. Mir hat das Buch super gut gefallen. Mir hat der Schreibstil sehr, sehr gut gefallen von Elena Fischer. Es ist eine ganz, ganz tolle junge Protagonistin in diesem Buch. Wirklich sehr berührend, die komplette Geschichte um sie und ihre Mama. Es gibt ganz, ganz interessante Charaktere, die wirklich sehr, sehr feinfühlig gezeichnet sind. Und wie gesagt, es ist wirklich berührend, aber ohne dabei irgendwie kitschig zu werden und ein Buch irgendwie voller Hoffnung und Traurigkeit. Man muss allerdings sagen, dass die erste Hälfte des Buches wirklich stärker ist als die zweite Hälfte. Es flacht tatsächlich irgendwann, also es, wenn diese Wendung kommt, dann passiert auch mit der Geschichte so eine kleine Wendung, also mit der Dynamik so eine kleine Wendung. Und wie gesagt, also die erste Hälfte fand ich mega, da hätte ich dann auch 5 Sterne tatsächlich gegeben. Aber es ist halt, es verändert sich dann komplett, es wird anders, es wird nicht unbedingt viel, es wird nicht schlechter, es wird anders. Mhm. Aber auch sehr interessant, aber es passieren so ein paar Sachen, die ich auch als sehr unrealistisch einstufen würde. Okay. Das hat meinem Lesevergnügen jetzt keinen Abbruch getan. Manche hängen sich aber daran auf, also für die ist das so, das passt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie realistisch das wirklich ist, was dann passiert, aber für mich hat das meinem Lesevergnügen keinen Abbruch getan. Ich konnte trotzdem weiter bei Billy sein und ihre Reise quasi mitverfolgen. Okay. Und es ist wirklich traurig teilweise, aber auch wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll. Und ich glaube, dass Anja das Buch gut finden wird. Ja, ich glaube, es ist wirklich, wirklich so ein bisschen so ein Anja-Buch. Also kann ich mir schon vorstellen. Okay, ja. Dann muss ich das jetzt auf jeden Fall. Genau, lesen. Aber ich kann euch das total ans Herz legen. Es ist halt total schön auch illustriert mit diesen Sonnenliegen, was natürlich den Urlaub widerspiegelt, den Marika und Billy zusammen machen möchten. Einmal in die Sonne auf den Liegen liegen, das ist eigentlich so ihr größter Traum. Ja, aber es ist wirklich auch ein tröstliches Buch. Also so was wirklich auch noch so die Hoffnung einfach zuletzt da lässt. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich gut gelungen von Elena Fischer. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Muss auch noch gelesen werden. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, das war unsere Auswahl. Ja. Ziemlich gemischt diesmal, finde ich. Wirklich gemischt. Ne? Ja. Sehr unterschiedliche Bücher. Und haben uns aber alle gut gefallen. Ja, haben uns wirklich gut gefallen. Und wir sind jetzt auch gespannt. Wir haben ja schon gesehen bei den anderen, was für Bücher aufgeploppt sind. Die gucken wir jetzt auch nach und nach, wie es für die war. Und ihr könnt uns ja mal erzählen, wie euch die Bücher gefallen. Genau. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon gelesen. Oder? Und vielleicht, welche Bücher ihr euch gekauft habt. Manche von euch sind ja auch Mitglieder bei der Büchergilde und haben ihren Quartalskauf wahrscheinlich auch schon erledigt. Was ist denn so bei euch eingezogen? Genau, dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch. Voll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.